Servus zusammen, Freitagabend, DAX-Time. Wir haben den 19. Februar, es ist 17.41 Uhr. Der DAX hat geschlossen bei 13.993. Ich fand zwar die Woche insgesamt, es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass er auch mal geatmet hat, dass er runterkam. Aber ich gucke jetzt hier schon seit einer Stunde drauf, ich kann hiermit herzlich wenig anfangen. Also, wir haben hier nach wie vor das Dreifach-Top. Ja, da sind wir im Bereich von 14.140. Wir haben zum dritten Mal in Folge auf der 20-Tage-Linie aufgesetzt. Die ist bei 13.890. Tja, nutze das als Sprungbrett oder nicht? Das Interessante ist, ich habe jetzt mal diesen Trend hier gezogen. Hier war es gleichzeitig der Körper und dann hier über die jeweiligen Lunden. Da liegen wir ziemlich genau an der 20-Tage-Linie. Das war also heute schon ein wichtiger Punkt. Da mal 10 Punkte drunter, das heißt nichts. Aber ich mache es einfach mal ein bisschen größer, dann könnt ihr es besser sehen. Die ist am Montag bei 13.915. Das ist schon ein wichtiger Punkt, wobei ich gebe halt auf diese Art Linie nicht so viel. Eine 20-Tage-Linie ist für mich persönlich wichtiger. Wir haben hier nach wie vor die am Mittwoch erwähnte 13.720. Das ist für mich auch ein recht wichtiger Punkt. Und dann haben wir hier noch das Gap und das ist bei 13.635. Die Bänder geben gar kein Signal. Die gleitenden Durchschnitte liegen völlig neutral. Die 200-Tage-Linie steigt. Ja, das ist so üblich, wenn wir hier in so einer Seitwärtsphase sind. Das MACD ist völlig neutral, absolut hilflos. Und auch der Oszillator ist jetzt in seiner, nennen wir es mal, Comfort Zone. Weil zwischen 21 und 79 gucke ich da nicht so sehr drauf. Es gibt hier keine frischen Signale. Wichtige Punkte ist oben oder sind oben diese 14.140. Persönlich wäre mir nach wie vor das Liebste, wenn wir einfach nochmal so einen Final Peak machen würden. Ich habe das im Facebook-Chat DAX-Trader von Finanzen.net auch gesagt. Einmal noch so einen Final Peak, sodass all diejenigen, die sich jetzt zu sicher fühlen hier mit dem Dreifachtop, der muss runtergehen, dass die nochmal hier rausgedrängt werden. So im Bereich 14.300, eine schnelle Bewegung. Idealerweise abschließend mit einem Shootingstar. Das wäre mal ein Signal. Das heißt nach wie vor, das ist wichtig und ich kann mir vorstellen, dass wir da auch, wenn wir drüber gehen, dass wir da relativ zügig 150 bis 200 Punkte draufsetzen können nach oben. Und nach unten ist alles aus und vorbei erstmal unter der 13.328. Das habe ich jetzt erstmal für die nächsten drei Handelstage nicht so sehr auf meinem Radar. Vorher gibt es die 20-Tage-Linie. Es gibt hier jede Menge Unterstützung. Das muss schon irgendein echter Impuls sein, der da kommt, um hier eine Bewegung von mehr als 500 Punkten sowohl nach oben als auch nach unten zu kommen. Und ich wüsste jetzt momentan echt nicht, was es sein sollte. Schwierig, schwierig. Ich halte mich hier raus aus dem DAX. Es gibt so viele Einzelwerte, die viele Signale liefern. Das halte ich eigentlich nach wie vor für sinnvoller. Ich mache trotzdem einen Schein auf die Watchlist. Für den Fall, dass wir das Dreifachtop rausnehmen. Und dann habe ich so einen hier. 13.554er. 13.554, da liegen wir ungefähr hier. Noch ein bisschen Abstand zu dem Gap, ein bisschen Abstand zu der 13.720. Kann man also relativ bequem dann stoppen. Das ist aber nur für den Fall, dass wir das Dreifachtop rausnehmen. Und da eine schnelle Bewegung kommt, also die muss man versuchen zu erwischen. Das ist die Kennnummer GH0VJG. Beim Short muss ich, wenn ich davon ausgehe, dass der nochmal hier drüber gehen kann, muss ich einen nehmen, der ein bisschen weiter weg liegt, so im Bereich 14.430, sowas in etwa. Der Short kommt aber nur dann in Frage, wenn wir hier diese 13.720 unterbieten. Vorher nicht, also sie kommen beide nur und ausschließlich auf die Watchlist. Der Short, hier ist er, das ist ein 32er Hebel, das ist die 14.430 und das hat die Kennnummer GD7NFQ, Gustav Dora 7 Nordpol Friedrich Qualle. Mir fällt hier momentan ehrlich gesagt nicht allzu viel ein. Da muss man einfach mal Geduld haben und kaufen Sie mal ein G dazu. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Aber ja, vielleicht sehen wir uns ja morgen beim Börsentag, der ist ja diesmal virtuell. Ich bin um 9.45 Uhr
im Raum von Follow My Trader. Also, alles Gute. Bye, bye.